Bitcoins sind jetzt auch auf Xetra handelbar. Allerdings taucht das Bitcoin-Symbol BTC nicht auf einer der Kurstafeln hier rund um uns herum auf, denn Bitcoins gehören ja nun mal keinem Index an. Wie funktioniert der computerisierte Handel denn dann aber? Nun, das läuft über sogenannte ETPs, Exchange Traded Products. Ein Bitcoin-ETP ist zu 100% mit Bitcoins hinterlegt und genauso handelbar wie eine Aktie zum Beispiel oder wie ein anderes börsennotiertes Wertpapier. Dieses Bitcoin-ETP hat eine eigene ISIN. Man kann es ganz normal in sein Depot nehmen. Es gibt einen regulierten Handel. Das ist einer der großen Vorteile von Xetra. Und natürlich gibt es durch die hohen Stückzahlen liquide Preise. Die ersten ETPs an einer europäischen Börse sind damit auf Xetra handelbar, aber auf kleineren Börsen gab es natürlich den Bitcoin-ETP-Handel schon länger. Den Kurs hat es allerdings kaum beeinflusst. Seit einer Woche schwankt der Bitcoin zwischen 9.000 und 9.200 Dollar.